Heute häkeln wir eine Spirale. So sieht die aus, die Spirale. Dafür müssen wir anschlagen 25 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Luftmaschen. So, dann arbeiten wir mit Stäbchen weiter und zwar 1, 2, 3, 4 in die vierte Luftmasche einstechen und ein Stäbchen. Dann in die gleiche Luftmasche noch zwei Stäbchen einarbeiten. Also aber drei Stäbchen in eine Luftmasche. Dann geht es weiter. In die nächste Masche vier Stäbchen. Und dann immer so weiter. In jedes Loch, also in jede Luftmasche, vier Stäbchen. Erst dann ringelt sich die Spirale. Also nächste Luftmasche. Ein Stäbchen, zwei, drei, vier. Und ins nächste. Eins, zwei, drei, vier. So, da haben wir hier schon. Da seht ihr, wie sich das schon dreht. Weiter bis zum Schluss. Eins, zwei, drei, vier. Die Spiralen könnt ihr beliebig lang machen. Man könnte zum Beispiel aus einer Spirale ein Ohrring machen. Oder eine Halskette. 3, 4. Bis zum Ende. In jede Luftmasche 4 Stäbchen. So, wie ihr seht, es ringelt sich wie das Modell, was ich euch gezeigt habe. Bis zum Schluss so weiterarbeiten und dann habt ihr auch so eine schöne Spirale gehäkelt.